Herzlich willkommen zurück bei The Cave. Lisbeth will mal ein bisschen Aufzug fahren, denn ich habe inzwischen rausgefunden, mal offscreen so ein bisschen gesucht, weil so eine Suchzeit ist ja immer ein bisschen uninteressant, wo wir denn hier den Dings herfinden können, den Code herfinden können. Und da ist mir natürlich die Sicherheitskonsole wieder aufgefallen. Und diesmal kann man hier irgendwie was gucken. Oh, jetzt haben wir hier richtig schön viele kleine vierstellige Zahlen. Das ist doch total toll. Samstag. Dadurch, dass wir die Fo-Suppe haben, wie unten stand, haben wir Freitag, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und damit wäre es 5594. So, dann gucken wir nochmal. 5594, 5594, 5594, 5594, 5594. Bloß nicht vergessen, 5594. 5594. Nicht vergessen, dass die Zahl 5594 ist. Zuerst zwei Fünfen, dann die 9, dann die 4. Und hier sind wir falsch, aber wir gucken nochmal nach. 5594, 5594. Freitag, Fo-Suppe. Habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt. 5594. Wie heißt die Zahl? 5594. Schnell! 5. Ah nein! 5, 9. Und jetzt? War es die 1? War es die 2? Die 3? Nein, es war die 4. Yes! Kaugas. So, her damit. Und einmal schön vor die Ventilation geworfen. Das müssen wir, glaube ich, eins drüber machen, ne? Und dann müssen wir nochmal dem Mönch sagen. Ein Apfel, weiß ich auch noch nicht, wofür wir den gebrauchen können. So, einmal hier bitte dang, 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 dang. So, und jetzt Kaugas. Mal hier, hier. Oh, jetzt habe ich unsere gute Lisbeth auch K.O. geschlagen. Und da steht unser Ritter. Yes, wir haben den dritten Schlüssel. Und Lisbeth steht wieder. Gott sei Dank der Typ nicht. So, wir gehen jetzt mal zu unserem Ritter Kunibert. Der hat jetzt genug hier. Ich gucke jetzt aber hier nochmal hin. Guck mal, hier ist ein Affe. Oh, wie süß. Der Spatze ist so süß. Ist so süß. Komm her. Schimpanse, kann ich den nehmen? Nee. Weil den kann ich mit einem Obst bestimmt irgendwie... Ach so, den Schimpansen, den muss ich jetzt in diese... Das, was ich dachte, sei Alien-Teil. So, müssen wir das jetzt mit dem Apfel machen oder mit der Banane? Ich würde ja fast denken, dass wir eine Banane holen müssen, oder? Wo habe ich jetzt den Apfel hingetan? Ich hab's vergessen. Hier ist der Hotdog. Ob der Hotdog den Affen anlocken wird, das wage ich zu bezweifeln. Ist ein echt langer Start für eine Atombombe. Aber anscheinend ist es gar keine Atombombe, sondern eine Rakete zum Mond oder sowas. Wenn wir da auch noch Affen reinsetzen. In der Atombombe einen Affen reinzusetzen, wäre ziemlich... sinnlos. So, Fruchtschale, bitte. Nee, ich will keine Birne. Ja, Bananen! So, Lisbeth, spiel mit den Bananen. Eine für den Schimpansen und eine für dich vielleicht. Auf. Wie hieß denn noch der Schimpanse bei Daktari? Ich weiß es nicht mehr. Komm hier! Magst du etwa keine Bananen? Hallo? Ah, doch. So süß. Was? Und nun? Jetzt will er keine Bananen mehr. Missile coolant stable at minus 14 Celsius. Was können wir denn jetzt noch anderes machen? Anstatt Bananen. Jetzt doch noch mal den Apfel? Er will ja viele Vitamine haben. Oder ein Hotdog?
Schimpansen sind ja tatsächlich Allesfresser. Das sind auch ganz schön aggressive Typen, wollte ich jetzt gerade sagen. Aggressive Viecher, wenn die im Rudel auftreten. Ne? Ah, der ist ja kulinarisch eher anstrengender Geselle. Genosse hier. Der Herr möchte eine französische Cuisine-Teller haben, ne? Hummer und eine Senfsoße dazu, bitte. Vielleicht Fauxsuppe. So, gucken wir mal. Nehmen wir einfach die Binder mit. Aber ich guck mal, was hier mir noch so aus. Ah ne, jetzt ist die Fruchtschorle hier leer. Obwohl da noch Sachen drin liegen. So. Die Lisbeth. Jetzt muss sie sich auch nochmal wie so ein Zoowärter um. Ja, ich würde ein Lied hören. Hatte mich gerade gefragt. Auch sehr lustig. Muss die arme Lisbeth sich hier wie so ein Zoowärter um den Schimpansen kümmern. Alles für die Wissenschaft und für die Kunst. Nein, den wollte ich jetzt nicht mitnehmen. So. So, was hier mit dem mag er auch nicht. Damn it. Ich glaube, den Apfel habe ich oben gelassen. Kann das sein? Ich meine, ich könnte jetzt ja auch mal diese drei... Komm, ich mache jetzt mal mit diesen drei Schlüsseln. Fällt mir jetzt gerade ein. Schlüssel 1. Das sagt hier auch wie so eine zweifelhafte Schauspielerin. So, dann nehmen wir mal den dritten. Ey, Alter! Man hat nicht oft im Leben die Möglichkeit, eine Atombombe zu zünden. Da muss man die auch wahrnehmen. So, hier oben lag auch noch einer. Oder? Etwa nicht? Ah, nee, der hatte ich schon weitergetragen. Sehr gut. Und dann nehmen wir dann den Kunibert auch nochmal direkt mit dem dritten Schlüssel. Und sie fahren zu ihrem Unheil. Obwohl, die Atombombe explodiert ja nicht hier, sondern irgendwo anders. Insofern, wir sind ja safe. They can't know what they're really about to do here. Zu spät. Now I am become death, the destroyer of worlds. Yeah, I read that somewhere. Seems appropriate. Ah, da fehlt noch der Affe. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Affe noch fehlt. Guck mal, wie das da oben aussieht. Da fehlt der Affe noch. Ich muss den Affen da reinbringen. Wir haben hier diesen dreigeteilten Screen. Unten ist schöner grüner Haken. Oben auch, aber in der Mitte nicht. Damn it. Kriegen wir jetzt diesen scheiß Affen von der Tür da weg? Ich muss die Lisbeth mal durchgreifen. Vielleicht kann der Mönch den Affen mit seinem Hypnose-Ding da irgendwie. So, die Birne will er nicht. Nimm doch mal die Scheißbananen. Was ist denn hier noch eigentlich? Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Hier hinten das Poster übrigens auch sehr schön. Zwei Affen, zwei weibliche Affen in Raumanzügen. Nee, das will er nicht. So, ich mach mal hier den Mönch. Der ist ja eigentlich auch gegen den Abschuss. Das war klar. Gegen den Abschuss der Atombombe. So. Ich will jetzt den verdammten Affen hier drinne haben. Overflow in Depth Toll Calculation Register A3. Nee. Hä? Das verstehe ich ja gar nicht jetzt. Kommt der einfach von selber nach, oder wie? Aber dann doch nicht irgendwie. So, hier. Guck mal. Ah, nee, da muss ich ja gar nicht hin. Ich muss da runter. Deshalb kommt er nicht mit.
Beziehungsweise... Doch, ich muss da runter. Mal gucken. Kommst du nach? Ja. Wieder lacht. So, komm her. Ja. Und einmal salutieren, bitte. Jawohl. Wir haben einfach... Die Entwickler haben einfach komplett meinen Geschmack. So, ich glaube, es ist Zeit, dass wir eine bemannte Raumfähre in die unendlichen Weiten des Weltalls schicken. Das kann jetzt auch der Mönch in irgendeiner Form vertreten. So, komm hier. Erster. Zweiter. Ne, die Lisbeth darf den letzten machen. Launch Key engaged. Und es geht los. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, das können wir vertreten. Die Hände wahrscheinlich vergessen, das ist immer wichtig, wenn man mit Uranium zu tun hat. Mit waffenfähigem Plutonium. Hübsch. So, da haben wir mal 100 Millionen Menschen zerstört. Wir sehen noch oben hier, wo wir überall hingeworfen haben. Wir haben einmal auf Frankreich, dann auf Amerika, gleich mehrere. Südamerika, dann unten Afrika, Spitze. Natürlich der Nahe Osten auch weg, China und unten Australien. Also gut leben könntet ihr noch, was ist das da oben? Ich nehme an, Neuseeland wäre noch ganz okay. Dann irgendwo im Ural, irgendwo Sibirien oder so, da ist er noch okay. Und Kanada. Kanada finde ich auch ganz, na gut, nicht alles von Kanada, aber einiges. Und dann natürlich an den Nord- und Südpolen. So. Aber dadurch, dass wir jetzt hier schön alles zerstört haben, können unsere drei Helden ja jetzt hier runterfahren. What we just witnessed may seem like horrific and pointless destruction, but if you step back and take in the big picture, you will surely see that the lives of 100 million people pale in comparison to being able to spelunk a little further. What's done is done. Die Kommentare von dem Typen sind auch echt cool. Muss man ja sagen. So, ich nehme hier nochmal die Sicherung mit. Ach nee, die kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Wieso nicht? Anscheinend brauche ich sie nicht mehr. So, zack. Und was wir jetzt nämlich können, wir können nämlich hier weiter. Guckt euch das an. Die Höhlentour, die Höllentour. Geht weiter. Ich lasse einfach mal hier die gute Marie nochmal. Ach nee, Lisbeth natürlich. Auch nochmal runterlaufen. Eigentlich könnte ich dann mit allen. Ich möchte ja mit allen dreien hier am Abschluss noch stehen. Wir haben ja immerhin eine heroische Tat vollbracht. Heroisch ist immer relativ, natürlich. Atombombe zu zünden. Ne? Der Sergeant Rumpel war nur als Berater dabei. Ich habe nicht den Knopf gedrückt und die Schlüssel umgedreht. Das waren unsere drei Helden hier. So, dann heißt es Abschied nehmen von der Raumstation hier. Und ich fliege jetzt nochmal hier mit meiner Fähigkeit runter, damit wir auch alles sehen. Platsch. Altes Schild. Und wir sind wieder tiefer und wieder näher dran an der Entdeckung unseres Wesens. So muss man das ja eigentlich sehen. Komm, dann schauen wir uns nochmal an, kurz das alte Schild hier. Für einen friedvollen Geist kann auch die leichteste Sache am schwersten sein. Das sind hier eigentlich eher Sachen für Ohm. Bisschen meditieren. Die Tür der Erleuchtung kann nur von dem einen wahren Meister... Nein, das habe ich jetzt irgendwie... habe ich verlesen. Moment, nochmal. Also. Die Tür der Erleuchtung kann nur von dem einen wahren Meister geöffnet werden. Das habe ich gemacht, weil da ein Affe drunter war. Mann! So, hier auch nochmal.
Für einen friedvollen Geist kann auch die leichteste Sache am schwersten sein. So, liebe Freunde, hier sind wir mal. Oh, das sieht aber auch wieder hübsch aus hier. Ah, ist ein so tolles Spiel. Ich freue mich echt, dass ich dieses Spiel spiele und gekauft habe. Kauft es euch auch. Macht mit anderen drei Charakteren. Ich glaube auch, dass ich ein paar Sachen ausgelassen habe. Macht gerne mit den anderen Charakteren irgendwie mit und erzählt mir, was die so können. Weil das muss, die Rätsel müssen ja irgendwie unterschiedlich sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. So, liebe Freunde, insofern, ich muss jetzt mal weg, denn der Santa Claus hat mich gerade angeschrieben. Wir müssen ein bisschen für die LPT-Show vorbereiten, für Minecraft was Neues kreieren, damit wir auch tolle neue Sachen in der Live-Show haben. Insofern habt einen schönen Tag und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt The Cave mit Sergeant Rumpel. Denn es gibt hier noch vieles zu erforschen und einiges, was wir noch nicht gesehen haben. Bis dahin, tschüss.